Und wir haben zu diesem Thema heute natürlich über Geschäft Thomas Schmidt, den Aufsichtsratsvorsitzenden Kern und Finanzminister Blümel ins ZIP2-Studio eingeladen. Keiner von Ihnen wollte leider kommen, aber live in unseren Interviewstudios begrüße ich jetzt den Fraktionsführer der SPÖ im Ibiza-U-Ausschuss, Kai-Jan Greiner. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und den stellvertretenden Vorsitzenden des U-Ausschusses, Andreas Hanger von der ÖVP. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Abgeordneter Hanger, Andreas Koller, sehr angesehener Innenpolitikjournalist, sehr besonnen, schreibt in den Salzburger Nachrichten heute, man ist ja an Postenschacher einiges gewöhnt in diesem Land, aber diese Chats jetzt, Zitat, offenbaren ein Ausmaß an türkisem Zynismus, das Schaudern macht. Ganz ehrlich, jetzt mal, graust Ihnen nicht selber, wenn Sie das lesen, was auf diesen 187 Seiten der Staatsanwaltschaft steht? Also Herr Wolf, ich muss Ihnen einleitend sagen, das sehe ich ganz anders. Die Bestellung von Thomas Schmidt, und ich habe das ja auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss mitverfolgen dürfen, ist in einer Form abgelaufen, das internationalen Maßstäben entspricht. Er wurde dann vom Aufsichtsrat bestellt. Das ist aus meiner Sicht sehr eindeutig und sehr klar abgelaufen. Ich halte im Übrigen diese Diskussion für eine Heuchelei, ich halte sie für eine Doppelmoral. Lieber Herr Kollege Greiner, ich musste das auch in dieser Deutlichkeit sagen. Aus meiner Sicht bist du auch wirklich der Oberhöchling in dieser Diskussion. Herr Greiner kommt gleich dran. Bleiben wir doch noch kurz bei dieser Bestellung. Wenn Sie sagen, das geht nach internationalen Maßstäben. Also ich weiß nicht, ob in internationalen Maßstäben sich Menschen selber die Ausschreibung schreiben können für die Jobs, für die sie sich bewerben und selber die Aufsichtsräte aussuchen können, die sie dann bestellen. Der Magister Schmidt hat sich ja nicht selber diese Ausschreibung geschrieben. Natürlich hat er das. Nein, das wurde mit einem Personalberatungsunternehmen gemacht über ein Nominierungskomitee in den Aufsichtsratund dort wurde dann bestellt. Dass natürlich entsprechende Vorbereitungsarbeiten notwendig waren, ist auch klar. Und Schmidt hat gebeten, die internationale Erfahrung als Vorbedingung herauszustreichen, weil er keine internationale Erfahrung hat. Faktum ist, und da habe ich mich noch einmal versichert, dass diese Ausschreibung, auch der Ausschreibetext nach internationalen Maßstäben passiert ist. Magister Schmidt wurde dann auch einstimmig im Nominierungskomitee vorgeschlagen und er wurde dann bestellt. Das entspricht internationalen Maßstäben. Und vielleicht noch das Allerwichtigste. Magister Schmidt macht eine hervorragende Arbeit. Er ist 2 Jahre im Amt. Der Vermögenswert der Staatsbeteiligung ist um 5 Milliarden gestiegen. Also ich denke, wir sollten den Herrn Magister Schmidt an seinen Taten messen und nicht an irgendwelchen Gerüchten, die im Vorfeld immer wieder lanciert werden. Und jetzt sagt Vizekanzler Kogler vor wenigen Minuten in einer Diskussion auf Puls 24, man muss sich die Frage stellen, ob Schmidt unter diesen Umständen seine Funktion noch ausfüllen kann. Wenn das mal sogar der Koalitionspartner sagt und nicht nur die Opposition, haben Sie da nicht ein Problem? Nein, haben wir überhaupt keines, weil wir haben uns darauf verständigt, dass für die Nominierung eines Vorstandes der Aufsichtsrat zuständig ist. Wir wollten ihn politisieren, das ist wichtig. Natürlich muss die Politik der Eigentümer das Recht haben, Aufsichtsräte zu nominieren, weil wenn man schon Verantwortung trägt, dann muss man auch Möglichkeiten haben der Einflussnahme. Aber für die Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden ist der Aufsichtsrat zuständig und das ist auch richtig und gut so. Herr Greiner, die Salzburger Nachrichten schreiben heute auch, das Entsetzen von SPÖ und ÖVP ist durchwegs von Heuchelei geprägt. Das gleiche Wort, das Herr Hanger gerade verwendet hat. Und man findet doch tatsächlich in praktisch jeder Tochtergesellschaft der ÖBAG noch immer SPÖ-Besetzungen aus Ihrer Regierungszeit. Rufen Sie da nicht sehr laut, haltet den Dieb? Naja, das, was wir ja hier sehen, ist, dass die Ausschreibung natürlich nicht nach internationalen Maßstäben durchgeführt wurde, sondern abgekartet war und manipuliert war. Das stimmt ganz einfach nicht. Weil natürlich das Wort international würde ich an der Stelle vom Kollegen Hanger gar nicht in den Mund nehmen, weil international wurde ja ausdrücklich gestrichen, weil das der Herr Schmidt so wollte. Nein, aber natürlich wurde die Ausschreibung international durchgeführt. Das hat 10 Wollen wir jetzt unterbrechen oder können wir einander ausreden lassen? Ich dachte, dass wir einander ausreden lassen. Ich habe das auch getan. Und der Kanzler und der Finanzminister Blümel haben vom Untersuchungsausschuss ein Bild gezeichnet, dass sie quasi überhaupt nichts damit zu tun hatten, dass sie nur aus den Medien informiert worden sind. Und das, was wir jetzt aus den Chats wissen, ist, sie haben quasi die Anordnung gegeben, sie haben die Entscheidungen gefällt und sie haben in Wahrheit die Fäden gezogen dahinter, hinter diesem abgekarteten Spiel. Und dass der Kollege Hanger das verteidigt, irritiert mich, weil ich finde das nicht in Ordnung. Ich bin der Meinung, das muss in Österreich nicht so sein und das darf in Österreich nicht so sein, dass Personalbesetzungen derartig stattfinden. Gut, aber möglicherweise verteidigen Sie jetzt auch gleich was, nämlich, dass der oberste SPÖ-Gewerkschafter dem künftigen ÖBAG-Chef, der ja noch gar nicht mal annähernd bestellt war, geschrieben hat, next step deine Bestellung und dann setzen wir um, was wir besprochen haben. Und dann stimmen die SPÖ-Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bei der Bestellung von Schmidt zu. Ist das dann keine Backelei?
Erstens einmal weiß ich nicht, wie oft Arbeitnehmer, Belegschaftsvertreter in Aktiengesellschaften überhaupt gegen den Vorstand stimmen. Ich glaube, dass die in der Regel immer den Vorstand mitwählen, weil sie eine gute Gesprächsbasis brauchen mit dem Vorstand und die Belegschaftsvertreter ja nur ein Drittel ausmachen und zwei Drittel die Kapitalvertreter. Und ich glaube, das ist jetzt einfach eine Ablenkung, die ÖVP jetzt versucht, dass ein Gewerkschafter sich dafür einsetzt, dass es Belegschaftsvertreter gibt in einem Aufsichtsrat, schreibt übrigens das Gesetz auch so vor, ist jetzt keine ganz große Überraschung. Das, was mich wirklich erschreckt hat, auch an den Chats, ist die Art und Weise, wie Kurz mit Kritikern umgeht. Wir wissen ja aus den Chats, dass hier zum Beispiel die Kirche Kritik geübt hat. Bleiben wir mal noch bei der ÖBAG. Bleiben wir mal noch bei der ÖBAG. Da kommen wir hin, Herr Hanger. Ich wollte Sie was fragen, weil Sie gesagt haben, der Aufsichtsrat ist da zuständig. Wirklich auffällig ist ja nicht nur, dass Herr Schmidt sich die Aufsichtsräte selber mit ausgesucht hat, sondern dass da auch ein Kriterium offenbar ganz wichtig war, nämlich, dass die Aufsichtsräte steuerbar sind. Das heißt, es ist nicht nur über eine der jetzigen Aufsichtsrätinnen, sondern auch über eine ehemalige ÖVP-Ministerin, die auch in Diskussion war als mögliche Aufsichtsrätin. Jetzt sind Aufsichtsräte ja laut Aktiengesetz unabhängig und weisungsfrei. Warum sucht die ÖVP dann steuerbare Aufsichtsrätinnen? Also dieses Thema kann ich nicht kommentieren, das weiß ich nicht. Warum nicht? Ich weiß nur, dass die ÖBAG eine hervorragende Arbeit leistet, inklusive Aufsichtsrat. Ich höre von einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebernvertretern. Aber Herr, jetzt weichen Sie mir völlig aus. Irgendwie, es gibt mehrere Chats darüber, dass steuerbare Aufsichtsrätinnen gesucht werden. Das kommt Ihnen nicht komisch vor? Also ich kann das nicht kommentieren, weil die Chats nicht von mir sind. Ich weiß nur, dass hervorragende, gute Arbeit geleistet wird. Wir sollten wirklich manchmal auch die Zahlen, Daten, Fakten sprechen lassen. 5 Milliarden Wertzuwachs bei den Staatsbeteiligungen innerhalb der letzten 2 Jahre. Das ist wirklich ordentlich. Und glaube ich, an diesem Inhalt sollte der Magister Schmidt mit seinem gesamten Team, mit dem Aufsichtsrat gemessen werden. Ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft. Und diese ganzen anderen Chats, keine Sorge, du bist Familie, wir alle brauchen dich, die Schmidt AG, das können Sie alles nicht kommentieren. Nein, ich glaube, das sind einfach Kommentare, die im Zuge von einem privaten Austausch passieren. Die soll man auf keinen Fall überbewerten. Am Ende des Tages geht es um eine professionelle Bestellung, es geht um professionelle Arbeit und es geht um einen Mehrwert für Österreich. Weil im Vergleich zur verstaatlichen Situation, wo rote Wirtschaftsbosse Milliarden versenkt haben, ist es dem Magister Schmidt mit seinem Team gelungen, Milliarden aufzubauen und an dem sollte er gemessen werden. Herr Greiner, die NEOS haben heute Kanzler Kurz und Finanzminister Blüm ganz offen vorgeworfen, dass sie im U-Ausschuss wörtlich gelogen hätten. Das wäre, wenn es denn stimmt, strafbar. Die NEOS wollen deswegen auch eine Anzeige machen. Sie waren aber deutlich zurückhaltender. Warum? Ich glaube, ich bin da gar nicht zurückhaltender. Lüge haben Sie nicht gesagt. Das eine ist die politische Bewertung und das ist das Bild, das Sie selber gezeichnet haben von Ihrer Rolle, war, Sie haben überhaupt nicht, waren nicht beteiligt und die Chats zeigen, nein, Sie haben alles entschieden. Auch die Aufsichtsräte durfte ja der Schmidt nur vorschlagen und der Kurz hat jeden einzelnen Aufsichtsrat dann beschlossen und abgesegnet. Die Rolle, die Sie tatsächlich hatten, waren die Auftraggeber, die Entscheider und Sie haben eigentlich dieses ganze abgekartete Spiel hier betrieben und die Fäden gezogen. Und das ist natürlich in einem absoluten Widerspruch zu dem, was Sie selber im Untersuchungsausschuss gesagt haben. Aber ob das jetzt eine Falschaussage war oder nicht, entscheide ja nicht ich, das entscheiden ja Staatsanwälte und Gerichte. Ich kann das nur politisch bewerten und ja, natürlich, die haben gelogen vom Untersuchungsausschuss. Ob das strafrechtlich relevant ist, entscheide ich nicht. Ich wollte aber nur noch einen Satz sagen zu diesen Chats, weil der Kollege Hanger das nicht kommentieren will. Ich finde, es zeigt einfach ein Frauenbild von Kurz und seiner Umgebung, das jedenfalls nicht ins 21. Jahrhundert gehört. Ich weiß nicht genau, in welches Jahrhundert das gehört, aber hier von steuerbaren Frauen zu sprechen, finde ich eigentlich abartig. Herr Hanger, es berichtet das Profil heute noch über weitere Chats. Demnach gab es wenige Tage, nachdem die Bischofskonferenz die Asylpolitik der ÖVP sehr scharf kritisiert hat, einen Termin von Thomas Schmidt, damals noch Generalsekretär im Finanzministerium, mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz, bei dem Schmidt damit gedroht hat, alle Steuerprivilegien der katholischen Kirche zu hinterfragen. Und vor diesem Termin hat Kanzler Kurz noch an Schmidt getextet, ja, super, bitte Vollgas geben. Finden Sie das gut? Wer uns kritisiert, wird bestraft. Nein, ich meine, diese Zusammen herzustellen, ist jetzt schon wirklich weit hergeholt. Warum? Weil wir ein Steuersystem diskutieren, permanent. Wir diskutieren permanent Steuerstrukturreformen, Vereinfachungen. Und da ist es auch legitim, Dinge zu hinterfragen und zu schauen, wie man die Dinge einfacher machen kann, wenn Privilegien da sind. Auch bei der Kirche sind sie zu hinterfragen, wie bei allen anderen Gruppen auch. Und hier quasi auch eine Reform anzusetzen, gilt für alle Gruppen der Bevölkerung und natürlich auch für die Kirche. Wenngleich uns die Kirche natürlich gerade als ÖVP sehr, sehr wichtig ist. Aber hier ist gleiches Maß anzulegen. Das
ist insgesamt ganz einfach sehr wichtig. Und der zeitliche Ablauf ein reiner Zufall? Schauen Sie, ich war bei diesen Chatverläufen nicht dabei. Ich kann das in dieser Form nicht kommentieren. Ich sehe da, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nur, dass hier gute, ordentliche Politik gemacht wird. Und das halte ich für das Allerentscheidendste. Und noch einmal, weil es wirklich ein bisschen untergeht, zwei Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die möchte ich betonen. Natürlich hat die Regierung ein Nominierungsrecht für Aufsichtsräte. Die Regierung ist auch Eigentümervertreter. Deshalb ist es logisch, dass man auch Aufsichtsräte entsendet. Zum einen. Und zum Zweiten möchte ich noch einmal sagen, 5 Milliarden Wertzuwachs in der ÖBAG, da kann man dem Magister Schmidt und seinem Team da gratulieren. Herr Greiner, jetzt will ja der U-Ausschuss seit Monaten nachweisen, dass es damals ein Tauschgeschäft gegeben hat zwischen der ÖVP und den Freiheitlichen, die ÖBAG für Thomas Schmidt und den Casinos-Vorstandsjob für FPÖ-Mann Siedler. Aber jetzt schreibt selbst die Staatsanwaltschaft in diesem 187 Seiten Bericht über die Chats, dass sich daraus kein konkreter Beleg für den Deal ergibt. Bricht damit nicht Ihre ganze Theorie zusammen? Nein, weil unsere Theorie war das nicht, das war die mediale Theorie. Die erste mediale Theorie war ja, dass es hier einen Tausch gab zwischen der Novomatic und der FPÖ, Siedlow gegen Gesetze. Im Untersuchungsausschuss haben wir eher gesehen, dass die Nähe zur Novomatic von der ÖVP ausgegangen ist. Also der Blümel und der Schmidt, die waren ja auf Du und Du mit den Novomatic-Chefs. Und wir haben ja dann auch gesehen, dass bereits im Finanzministerium eine sehr Novomatic-freundliche Glücksspielgesetzgebung ausgearbeitet wurde, die halt nicht mehr beschlossen wurde vor der Wahl. Aber lassen Sie mich noch einen Satz vielleicht sagen zum Umgang mit Kritikern. Das zeigt einfach die Art und Weise, wie Kurz mit Kritikern umgeht. Die Kirche kritisiert die Asylpolitik. Da kann man darüber diskutieren, ob das zu Recht oder Unrecht ist. Ich meine zu Recht. Aber was macht Kurz? Er schickt seine Schergen aus dem Finanzministerium, die mehr oder weniger einzuschüchtern und ihnen vorzurechnen, wie viele Millionen Euro sie mehr Steuern zahlen müssen, wenn sie nicht spuren. Mich erinnert das eher an Mafia-Filmen als der normale demokratische Umgang. Aber der Herr Hanger kann sicher erklären, dass der Herr Schmidt nicht nur bei der katholischen Kirche war, sondern bei allen Kirchen. Und das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, er war ausschließlich bei der katholischen Kirche, weil da ging es wirklich darum, quasi die Kritiker hier einzuschüchtern. Und das ist eines der erschreckendsten Teile, wo man sieht, wie machtversessen hier Kurz und seine Clique ist und wie wenig sie einfach einen demokratischen Diskurs oder Kritik aushalten, sondern wirklich ganz brutal ihre Macht einsetzen, um Kritiker mundtot zu machen. Sie sind schon über der Zeit. Also ganz kurze Replik noch. Das möchte ich auf das Schärfste zurückweisen. Ich halte noch einmal ganz klar fest, das ist heuchlerische Politik, die hier der Kollege Greiner macht. Ich denke nur, selber war er wirtschaftspolitischer Berater im Kabinett Faymann und Parlamentarier. Das geht gar nicht zusammen. Die SPÖ ist eingebunden beim ÖBAG-Gesetz. Das will man es heute nicht alles nicht mehr wissen. Das ist heuchlerische Politik und das möchte ich ausdrücklich festhalten. Gut, kurze Frage noch zum Vorwurf von Herrn Greiner. War Herr Schmidt damals auch bei den anderen Kirchen? Also, Sie fragen mich Dinge, die ich ganz einfach nicht sagen kann. Was ist denn der, den die ÖVP geschickt hat? Also, ich kann nur Sie fragen. Also, ich kenne jetzt den Chatverlauf nicht im Detail. Ich kenne ihn sehr intensiv, auch aus den verschiedenen Ausschüssen. Aber diese Frage kann ich nicht mehr antworten. Herr Hanger, Herr Greiner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Vielen Dank.